so I make it harder. Don't hold back. If you think about it, so many people do be cool and look smarter. Don't hold back. And you shouldn't even care about those roses in the air and the crooked stairs. Don't hold back. Cause there's a party over here, so you might as well be here with the people care. Don't hold back. The world, you're holding back. The time has come. I can be beaten. This is absolutely crucial for Michael Van Gerwen. That is not the result Michael Van Gerwen needed. They say this could be the end. The world number one proves that he is the number one. It's only the beginning. 5'8", 7'9", on your marks. 501 to zero. Crunch the numbers, count it down. 180, crowd goes wild. 170, the big fish, don't ask why. One event, which means the most. 28 countries there last year. 36 hit, and history made. Soon just 32, 68, and 4. Suddenly, 2 remain. 27 finals contested. 9 have lifted this most coveted trophy, the reigning champion, and the 95 who would dethrone him. The feeling when you're top of the world, darts, it's a numbers game. But you can't put a number on a moment like this. Natürlich auch zwei Triple und ein Doppel. 63, und wir haben wieder das Shanghai-Finish da stehen. 60. Ja, und das kann jetzt funktionieren. Einen auf Tops. Oh, und das ist ein Break zum Auftakt in den 70. Für 47 Rest. Das zeigt natürlich von Klasse. Du musst wirklich das Leck holen, um in der Begegnung zu bleiben, um in der WM zu bleiben. Und du spielst 9 Darts, 47 Rest, 15, Doppel 16, Doppel 8. Klasse, klasse, Cullen. Und wir gehen hier im siebten Satz in das eine, in das entscheidende letzte Leck. Und so passieren Fehler, der Druck ist da, es ist alles, das ist Darts. Ein Leck um 10.000 Pfund.
Das ist aber auch brutal, wenn man das so hört. Da auch. Ja! Und noch eine 180. Und damit im Finish-Bereich Johnny Clayton. Aber wohin zieht's Chokan mit der 99 auf 100 Rest? Und 100 ist ein zweiter Finish. Immer machbar, 136. Stellt sich Tops. So, jetzt bin ich gespannt. Chokan. 20, Doppel 20, 20 Tops, Tops. Was wird passieren? Der muss Tops, Tops gehen. Er geht Tops. Was? Zum Match. Was für ein Ende eines legendären Dartspiels hier. Zwischen Joe Cullen und Johnny Clayton nimmt er das mit Tops, Tops hier raus. Den Decider im allerletzten. Diese Begegnung verläuft und natürlich umso mehr sind wir alle gespannt, wie das ausgehen wird. Und ich hoffe einfach auf fantastische Darts und da bin ich mir sicher auch, dass wir die sehen werden. Peter Wright hatte ja eine ordentliche Pause tatsächlich. Der hat gleich am ersten Tag gespielt. Legendär natürlich als Weltmeister im Grinch-Kostüm auf die Bühne zu kommen. Da waren auch noch Zuschauer tatsächlich im Early Pearly an diesem ersten Tag. Und jetzt gehen wir hinein. Wirklich gnadenlos und hervorragende Lexiker da spielt so viele 11, 12 oder 13 bis 15 Darts, die er jetzt hier schon an Bord genagelt hat. Und Peter Wright wird es ganz schwer haben, weil das war ein Break und jetzt muss er einmal den Anwurf von Gabriel wieder sich zurückholen, um diesen Satz noch zu holen. Ansonsten steht sie halt 3:1 in den Sätzen. Und dann, also das kann er, das muss er nicht unbedingt. Er sollte schon. Der Weltmeister schon ein bisschen in die Ecke gedrängt jetzt tatsächlich. Und dennoch Wir wissen, dass er jetzt schon eine Runde vorgeholt hat. Wir wissen trotzdem um Peter Wright. Er stand im vergangenen Jahr gegen Noel Merrick im Kurzvor dem Aus. Schon in seinem ersten Auftritt, also in Runde 2, und hat das Match noch gedreht. Das ist keiner, der jemals aufgeben würde, Peter Wright. Dazu hat er schon 10.
für Gabriel Clemens wieder mal eines an den Weltmeister. Settat, ja, war da bei Pass Doppel 6 zum nächsten Satz. Nächstes High-Finish von Gabriel Clemens. Und er gewinnt hier diesen fünften Satz. Ist denn das zu glauben, was sich hier abspielt? Machen Sie Ihre Augen auf, dann glauben Sie es. Es ist kein Fehler in der Grafik. Es ist alles richtig. 3-2 für Gabriel Clemens. Hervorragendes Side-Finish. Und was für ein Moment. Und wir haben heute schon ein paar gute High-Finishes gesehen. Von Johnny Clayton, von Joe Cullen. Cullen mit diesem sehr starken 100er-Finish. Und jetzt Gabriel mit diesem 144 und den 126. Und er champagnisiert den dritten Eimer ins Triple 20 Feld. One. 40 Punkte Vorsprung, 51 Punkte mindestens, aber das will er nicht. Er will mehr. Er will wirklich einfach mehr. Er holt sich das. Schau dir das an. 140 hinter der 180 her. Für 81 Rest Gabriel Clemens hier nach 9 Darts. Wie viel Druck bringt da Peter Wright noch entgegen? Auch eine Menge, also 121 musst du einem Peter Wright, so wie er gerade spielt, zutrauen. Und er hat sich schon ausgemacht, aber erstmal 81, 57. Triple 12, Single 12, die rote Mitte. Und sei. Und das war das 1-12 vom Achtelfinale. Er verpasst die große Zahl. Da stehen 11. Da stehen 11. 3 für Doppel 4. Trifft der die große Zahl hier nicht? Wahnsinn. Triple 19 oben an der Schädeldecke. Triple 18. Nee, kriegt den Matchup nicht. Er kriegt ihn nicht. Aber er macht, was er kann, um diese 32 voll aufzuladen für Peter Wright. Aber er nimmt das mit zum 2-2. Und Gabriel Clemens wirft es an zum allerletzten Leg, im allerletzten Satz. Heute Nachmittag. An das man noch lange zurückdenken wird. Heute Nachmittag zwei Begegnungen gehabt, die 4-0 ausgehen. Jetzt hier zwei Begegnungen, jetzt die ohne in den Insider gehen. In dieses Leck, Gabriel Clemens. Triple 17. Nein. Kein Triple bei Peter Wright. Gabriel Clemens bekommt nochmal 3 neue Matchstarts. Und zwar jetzt, in diesem Moment. 22:03 und 35 Sekunden. Doppel 16, 2-3 und der ist drin! Der ist drin! Gabriel Clemens schafft die Sensation und schlägt den Weltmeister! Das Geschichte wird geschrieben an diesem 27. Dezember im Alexandra Palace zu London. Noch nie stand ein Deutscher im Achtelfinale. Noch nie schlug ein Deutscher einen amtierenden Weltmeister.